Netflix-Kanal. So, wir gehen in den Reactor und dann würde ich sagen, fackeln wir nicht lange rum, sondern schieben uns in die Reaktion. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit, jede Runde fliegt eine raus. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben, denn am Ende bleibt nur eine übrig. Stell dich doch mal vor. Hallo Leute, ich bin Tom Supreme, wer mich noch nicht kennt, ich bin heute der Bademeister ihres Vertrauens. Wonach suchst du heute? Die Liebe fürs Leben. Ich habe es schon mal probiert, es hat nicht funktioniert. Heute suche ich mal ein bisschen auf der Baywatch-Ebene. Ich muss ein bisschen mal gucken und dann möchte ich die Frau finden fürs Leben. Tom, du bist am Arsch! Das kriegen wir hin. Was wäre denn ein Red Flag? Wenn es mal ein Mann war. Echt? Ja, ja. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt es. Echt? Bist du nicht offen oder was? Hä? Das Video, abonniert den Kanal und kommentiert, denn unter den ersten 5000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 Euro. Also viel Glück. Und wenn ihr das nächste Mal dabei sein wollt, dann bewerbt euch einfach hier, schreibt uns einfach eine Nachricht und wenn ihr aus Köln kommt, dann seid ihr wahrscheinlich dabei. Yay! Yeah! Drei, zwei, eins, okay. Wir umdrehen. Ich bin da. Oh. Was ist dein erster Eindruck? Oh mein Gott, Tom, wir haben die gleichen Schuhe. Boom, Alter. Mein Lieber. Geht man so zum Strand oder was? Wir sind ja in der Baywatch Edition. Ich bin ja der Bademeister eures Vertrauens. Komm mal her. Nee, Spaß. Dings, ist das hier jetzt quasi eine Strandgeschichte oder was? Ja, manche haben Badeanzug, manche Bikini, manche Beach-Shorts und so weiter. Also was ich mal so sagen nice. Muss, die Nummer 6, was ist denn da los? Haben wir keinen Schuhcleaner? What the? Oder was soll das? Das sieht mir auch, da ich mir das mal genau ja, angucken. Ja, geh, guck's dir genau an. Das ist ja absoluter Quatsch. Guck mal hier, willst du mich verarschen? Was ist denn hier los? Obwohl, das ist so... Hä, Digga? Oh my God, no way! Yeah. What the hell, guys? Noch nicht mal 2 Minuten geguckt. Haben wir auch Pferde dabei, oder nicht? Okay, nein. Ich weiß nicht, aber Nummer 3 auch sehr fragwürdig. Ah, warte mal, ich mach mal die Cam woanders hin, wegen den, weil ihr es nicht seht sozusagen. Versteht ihr, wie ich meine? Was dominant ist sie? Sie ist eine Dominante. Also Nummer 3 ist auf jeden Fall auch ein bisschen merkwürdig, ist suspicious hier ein bisschen. Achso, man kann ja auch mal auf die Füße, also... Ja, guck sie dir an, guck dir die Zehennägel an. Ich muss an. Persönlich ja sagen, Füße sind für mich schon wichtig. Echt? Fußfetisch? Nee, das zum Beispiel aber gar nicht. Also sexuell erregend nicht, aber ich finde Nummer 2 zum Beispiel wunderbar. Da muss man schon sagen, also wunderbare Füße, also auch die Wahl da, ist wunderbar. Schön. Nummer 4 bin ich auch sehr angetan, 5, 6 und 3, man sieht halt nicht viel. Hast du eine Frage? 3 Wörter, die euch beschreiben. Kandidatin 1. Ich frage mich. 3 Wörter, die dich beschreiben. Ich frage mich bei dem Format, ob diese Fragen vorgegeben werden, weil die manchmal echt so ein bisschen Lash sind, weil ich würde da echt, ich würde da mit richtig kritischen Fragen reingehen, die so richtig einen exposen, wisst ihr, ich meine. Das muss ich echt sagen, da hätte ich schon öfter mal, vor allem von Tom zum Beispiel, ein bisschen härtere Fragen reingenommen. Schreiben. Lieb, lustig, extrovertiert. Lieb, lustig, extrovertiert. Passt doch zu süß, dir. Süß, ja. Ist so süß. Kandidatin 2. Ich bin empathisch. Hey, sie hat doch gesagt empathisch und nicht sympathisch. Introvertiert und ich bin humorvoll. Süß. Ich sag mal süß, also passt zu den Füßen. Also das ist schon mal schneller. Nummer 3, ja? Ich bin extrovertiert. Die können jetzt alle nicht aussprechen. Witzig und ich liebe Schuhe. Vielleicht sind das richtig krasse, coole Schuhe. Was sind das für Schuhe? Musst du schon herausfinden. Kannst du mal deine Schuhe so ein bisschen nach vorne und so ein bisschen zeigen? Warte. Komm, wir rufen mal Tom kurz an. Hallo? What the hell? Oh my God, no way! Nö. Lanz. Ich möchte das nicht. Nee. Ja, Digga, wo warst du auf dem Event, Alexa Bright? Alexa Bright. I'm 16, I know it. So, warte mal, es ist jetzt schon 30 Sekunden vergangen und das ist noch kein Input jetzt gewesen. Be live. Ah, okay. Ja, gibt's was, oder? Nee. Ja, Digga, was musst du mich an, Alter? Ja, mir war langweilig, Bro. Wollt mal hören, wie es dir geht. Sehr gut, Alter. Wir haben gerade echt einen wilden Tag gehabt. Das war, hast du ein bisschen was gesehen beim Date, John?
Jo, wie sieht's aus? Also wollen wir reden oder lässt du, also ich weiß genau, wie du gerade in die Kamera wahrscheinlich guckst, ne? Also. Eine Minute 45. Wollen wir anfangen zu telefonieren? Ja, Digga, also, was ist das? Ja, wollen wir das Gespräch anfangen? Ja, wo willst du reden, Alter? What the hell? Gib du mir auch mal ein What the hell und dann gucken wir, okay? Ich war, also, ich bin tot. Ich bin wirklich gerade nach Hause gekommen von einem wirklich, wir haben heute mal um 8.30 Uhr angefangen. Mhm. Womit und angefangen? Wir sind Rolls-Royce-Abholung, Digga. Und du willst mir jetzt erzählen, dass du nach einem Tag von einer Rolls-Royce-Abholung total kaputt bist und du super im Arsch bist und du nicht mehr mit mir telefonieren kannst. Nein, Bro, ich kenne das immer, wenn ich die Lambos abhole und so. Es ist wirklich anstrengender, als man denkt. Dein Chat jetzt wieder ein Narzisstenschwein. Nee, Bro, ich habe keine Zuschauer leider gerade. Achso, okay, alles gut. Nee, ich wollte, wir waren in Goodwood, Bruder, in England gewesen. Mhm. Ich sag nur, dass es anstrengend war. Nee, Bro, das freut mich, dass ihr heute eine Rolls-Royce-Abholung hattet und du total am Arsch bist. Ich habe eine andere Frage. Und zwar bei diesem Format, bei Softoff, durftest du dir die Fragen selber überlegen oder wurden dir die vorgegeben? Habe ich mir selbst ausgedacht. Du hast dir die Frage selbst ausgedacht, beschreib dich mit drei Wörtern und du dachtest, das ist eine gute Frage. Ja, warum denn nicht? Was ist das für eine dämliche Frage, Bro? Schau mal, um eine Frau kennenzulernen, ist das wichtig, Mann? Mach mal weiter. Du hast. Ja, dafür musst du mich schon weiterwählen. Ich kann das machen. Ich check schon, welcher Film das ist. Weiß ich gar nicht, ob ich da gerade für ready bin. Tim, du bist immer ready dafür. Ich hab Angst, dass da mein Po versohlt wird. Ja, da bin ich ehrlich, ich mag sowas eigentlich nicht so gerne. Ich bin selber dominant. Ah, und du bist aber eher so, ich bin so, komm so von Seite und bin süß und dann bin ich aber dominant. Und bei sowas, geht das auch in so eine Sexuality-Richtung oder ist das jetzt nur so ein, dass du so aussiehst quasi? Tim, du sollst es schon ausprobieren. Okay. Ich kann dir nicht mehr sagen gerade. Ja, okay. Aber es ist irgendwie interessant auf jeden Fall. Kandidatin 4, sag mal drei Wörter, die beschreiben. Ich würde sagen, humorvoll. Tim, was ist mit Tim? Tim ist da, wo ist Tim? Wo? Wo ist Tim? Tim ist nicht da. Sie hat Tim gesagt. Tim? Geht das auch in so ein... Ich kann das machen. Kannst du halt deine Schuhe so ein bisschen nach vorne und so ein bisschen... War's schon, oder? Was du hast. Ja, dafür musst du mich schon weiterwählen. Ich kann das machen. Ich check schon, welcher Film das ist. Weiß ich gar nicht, ob ich da gerade für ready bin. Tim, du bist immer ready Angst, dafür. Hab ich Angst, dass da mein Po versucht wird. Ja, da bin ich ehrlich, ich mag das eigentlich nicht so gerne. Du bist ich bin selber dominant. Ah, und du bist aber eher so, ich bin so, komm so von Seite und bin süß und dann bin ich aber dominant. Und bei sowas, geht das auch in so eine Sexuality-Richtung oder ist das jetzt nur so ein, dass du so aussiehst quasi? Tim, du sollst es schon ausprobieren. Okay. Aber ich mit kann welcher... dir nicht mehr sagen gerade. Ja, okay. Aber es ist irgendwie interessant. Aber mit welcher Confidence sie auch Tim zu ihm sagt, ne? Sie ist richtig überzeugt davon, dass er Tim heißt. Und sie ist auch noch so stolz drauf, dass sie den Namen kennt und sagt ihn deswegen auch immer wieder. Aber vielleicht redet sie auch von Tim Gabel und hat ganz andere Fantasien gerade. Auf jeden Fall. Kandidatin 4, sag mal drei Wörter, die beschreiben. Ich würde sagen humorvoll, selbstbewusst, aber trotzdem ein bisschen sensibel. Sensibel, sehr gutes Wort. Finde ich auch. Ich würde sagen abenteuerlustig, spontan und emotional ein bisschen. Ja, voll komisch, weil alle Dinger bis jetzt bin ich eigentlich auch, ne? Ja, du bist alles. Alles, was gut ist. Nee. Ja, genau. Ja. Okay, so ich bin sensibel und cute. Nein, nee, Digga, wie würde man sich mit drei Wörtern beschreiben? Wie würde ich mich mit drei Wörtern beschreiben? Drei Wörter ist ehrlich kacke. Also ich bin vom Grund auf, würde ich sagen, ich bin sarkastisch. Das ist eine Person, eine Eigenschaft, die mich sehr krass prägt. Ich bin sarkastisch, okay? Weil man muss ja die drei dominantesten wählen. Sarkastisch, ich muss da mal echt länger drüber nachdenken. Das jetzt nicht, aber zum Beispiel abenteuerlustig, voll gut, weil ich bin auch ein ganz spontaner Typ eigentlich, ne? Also ich fliege auch gerne mal einfach random irgendwo dann ganz schnell mal hin. Ich war zum Beispiel in Australien. Zum Strand. Aber egal. Ja. Zum Strand zum Beispiel, ja. Geil. Okay, Nummer 6. Fröhlich, höflich und humorvoll. Aber irgendwie haben die auch alle die gleichen. Guck, das ist doch voll langweilig. Fröhlich, höflich, humorvoll. Was soll ich damit anfangen, Digga? Jeder ist fröhlich, höflich, humorvoll. Manchmal ist er halt auch unhöflich, nicht fröhlich und halt versteht keinen Spaß. Denn das ist genau das Gegenteil. Das sind doch keine Eigenschaften, mit denen man was anfangen kann. Das muss doch tiefergehend sein.
Fröhlich, höflich, humorvoll. Kann ich nichts mit anfangen? Ja, ich denke, das ist halt noch eine schwierige Frage, so auf denen, was soll man jetzt da groß sagen? Ja, was soll man da sagen? Eben, hat er selber beantwortet, dass es eine scheiß Frage war. Schau mal, Digga, wenn er mal am Telefon ausholen, mir erzählt, ja, wenn du eine Frau richtig kennenlernen willst, bla bla bla, Digga, was hierbei rauskommt, gar nichts, Alter. Von denen, was die gesagt haben könnten? Dominant zum Beispiel. Schwierig. Boah, gerade mein Gehirn, weiß ich. Versaut, großbusig und blond, ja, da wüsste ich aber raten, boah, nicht mehr, Digga. Gar nicht, also weißt du, das ist ganz komisch. Ich bin ein bisschen, also es ist irgendwie. Findest du eher extrovertiert oder introvertiert gut? Ach so, es kommt drauf an, welches Level von Introvertiertheit man hat, ne? Mhm. Weil wenn man jetzt zum Beispiel sich nicht traut, mit dem Gegenüber so zu reden. Allein, dass sie hier ist, heißt ja schon, dass sie nicht dieses Level von introvertiert. Ja. Also deswegen, so ein bisschen ist ja auch cute und eigentlich finde ich auch. Es ist lustig tatsächlich, da bei extrovertiert und introvertiertheit voll oft die gegenteiligen Sachen der Fall sind. Voll oft sind introvertierte Leute. Leute verhalten sich offen, probieren mit Leuten zu reden, um ihre Introvertiertheit zu überspielen oder um diesem unangenehmen Gefühl aus dem Weg zu gehen, um zu zeigen, dass sie über diesem Gefühl stehen. Aber introvertierte Leute, also wenn man introvertiert ist, ihr könnt mich auch gerne korrigieren, es kann auch sein, dass ich hier fehlinformiert bin, aber ich meine das mal so aufgeschnappt zu haben. Wenn man introvertiert ist, heißt es einfach nur, dass man sich in einer Situation, wo man mehr alleine ist, im Ruhigen ist, sich wohler fühlt, als in einer Situation, wo man sich mit mehreren Leuten an einem Punkt, der halt einfach, naja, sag ich mal, öffentlicher ist und so wohler fühlt. Wisst ihr, wie ich meine? Also es geht einfach nur darum, in welchem Szenario man sich wohler fühlt. Oder bin ich da falsch informiert? Okay, mach zu. Süß und irgendwo kann man es auch herauskitzeln und dann blüht sie vielleicht auf, wenn man ein bisschen... Süß. Dann weißt du schon, wen du raus musst. Ja, safe. Okay, wer ist das? Sechs. Ey, Bro, aber Tom macht's echt richtig, Bro. So kannst du da nicht hingehen, Digga. Was ist das, Digga? Wie sah das aus, Mann? Hallo. Hallöchen. Alles gut? Oh, krass, hätte ich aber jetzt eine andere erwartet, muss ich ehrlich sagen. Du hast ja auch so ein Ding dabei. Du umarmst mich nicht, oder was? Hab ich doch. Mit einer... Hä? Oh. Okay, riechst du nach Rauch? Nein. Nicht? Nein. Oh. Tue ich nicht. Na, was denkst du? Ich bin ehrlich, ich hätte eine andere erwartet. Eine andere Typ von Frau hätte ich erwartet, muss ich ehrlich sagen. Hat mich gefreut. Hat mich ebenfalls gefreut. Er ist sehr hübsch. Oh. Das war voll süß. Du auch. Dankeschön. Ah, weißt du, das Geilste, um diese unangenehme Situation zu überbrücken, ich finde, Tom hat es nicht schlecht gemacht im Gegensatz zu den anderen. Das Geilste, um das zu überbrücken, ist, indem man die so richtig einfach anmacht. So wirklich sagt, oh scheiße, nein. Eigentlich wie Mark Eggers das gemacht hat. Oh nein, ich wusste es, ich hätte es nicht rausführen sollen. Oh mein Gott, du siehst so gut aus, bla bla. Dann hat man diese unangenehme Situation überbrückt. Eigentlich müsste man es immer so machen. Ach, die war doch süß. Okay. Was denkst du? Ja, gut, ja. Weiß ich nicht, hat nach Rauch gerochen irgendwie. Echt? Ey, aber hat Tom nicht eine Freundin? Warte mal, da muss ich mal ganz kurz nachhaken. Lass mich in Ruhe. What the hell? Oh my God, no way! Ich hab gerade diesen Lach schlecht bekommen, als du aufgelegt hast. Hast du nicht eine Freundin? Wie bitte? Hast du nicht eine Freundin? Bitte keine Leaks heutzutage. Also du bist Single? Ja. Du bist Single? In der Sokope. Tim? Tim, ja, Digga, das war auch so. Die Alter war geil. Tim? Tim, du musst das herausfinden, wenn du das wissen willst. Tim, also wenn du das wirklich willst, ja? Also nee, ich wollte nur mal ganz kurz noch mal sicher gehen, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Aber da fällt mir gerade was ein. Timmy hat den Bogen raus. Timmy ist nicht dumm. Du Mama und Dad und Vicky kommandieren ihn herum. Gaspar! Mann! Also bei mir ist... Was? Nächste Runde. Drei, zwei, eins. Was ist dein erster Eindruck? God damn it, boys! God damn it! Nummer zwei oder Nummer vier? Mhm. Was? Nummer drei? Wen willst du? Was ist das für? Was ist für ein Beutel da? Das ist so ein Geheimnisbeutel. Hä? Lifeguard. Was befindet sich da drinnen? Findest du noch heraus. Und warum sind da weiße Flecken auf diesem Ding?
ist ein Fussel. Dessen Kanz gewiss keine Fussel. Naja, du kannst ja mehr herausfinden, wie gesagt. Hast du mit jemand anderem davor schon gespielt, oder wie? Nee, sorry. Noch nicht. Hast ist Joghurt, gerettet, oder wie? Joghurt. Genau, ich habe jemanden gerettet. Hast du den gerettet? Mund zu Mund oder Etage tiefer? Ich kann dir nicht so viel erzählen. Das ist ein privater, also das ist ein, aber warte mal, das ist ein Job. Stell mal vor, sie rennt so am Strand so mit diesen Dingern. Sie ist richtig selbstbewusst, aber findest du es gut? Nee, geil. Also ich finde es ultra interessant. Also auch, dass sie so schlagfertig ist, finde ich auch eigentlich Baba so. Mhm. Ja, aber Nummer zwei. Findet er niemals Baba, hat er einfach nur so fürs Video gesagt. Frage, die, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber es sieht halt wie so ein Kleid aus. Also erstmal alles sehr schön, auch die Bräune und die weißen Nägel hier oben wieder abgematcht. Sieht sehr schön aus. Abgematcht. Aber yeah, sexy. Dings, das ist auch, ist das so Beach? Wird das noch so beachmäßig? Das wird Beach sein. Das ist Beachparty. Das ist so nach dem Job. Ey, ich vermisse diese Trommel, die kommt, wenn die Frage beantwortet wird. Die ist heute nicht dabei, oder? Die sind noch so auf einer Party auf dem Beach. Nummer eins, auf jeden Fall krass interessant. Das ist auf jeden Fall sehr viel wert, dass du dich so traust erstmal. Ja, ja, Nummer zwei Bombe. Aber ich muss auch sagen, das Format wurde echt improved. Da wurde am Anfang ja nochmal kurz auch erklärt, wie das Format funktioniert. Die haben gesagt, wir machen den next step, ne? Und da sind sehr viele Tattoos. Kannst du mir ein bisschen erzählen, was für was die stehen oder so? Magst du Pokémon? Nee. Wow. Schade. Ja, hier habe ich zum Beispiel Bisasam, da von Avatar Appa, dann habe ich hier Pichu, mhm. Hier habe ich einen Spruch, da unten habe ich so Trash-Tattoos. Was ist das für ein Spruch? I am fucking insane, but my intentions are gold and my heart is pure. Das muss ich erstmal processen. Nochmal was. But I'm feeling insane, but du kannst es gerne durchlesen. Introduction. Okay. Ey, Digga, ich, wirklich jeder man soll mit seinem Körper machen, was er will und so, ne? Jeder auch Tattoos, wie er denkt und so. Aber bei solchen Sachen, ach egal, ich verurteile das gar nicht. Ich sag auch gar nichts darüber. Jeder so, wie er will. Okay. Nicht verstanden. Welches Outfit findest du bis jetzt am besten? Ja, Nummer 2 ist grandios. Nummer 4 finde ich auch sehr stark. Ah, Tom und ich haben einen sehr ähnlichen Frauengeschmack. Ich muss auch wirklich sagen, bei der Nummer 2, ich liebe es, wenn eine Frau so, also jetzt rein vom Outfit, ne, man weiß ja nicht, wie ihr Gesicht aussieht, aber rein vom Ding her, sie hat schön, also sieht so aus wie gepflegte Hände, schön den weißen Nagellack auf das Kleid abgestimmt, auch mit den Schuhen und dem Fußnagellack alles abgestimmt, das ist schön auf diesen weißen, dann leicht gebräunt und so, wirklich sieht sehr gepflegt und gut aus. 3 hat sich sehr viel getraut, 1 ist halt sehr im Beach-Modus so, deswegen auch okay. Letzte, weiß nicht, sieht so ein bisschen wie Volleyball aus. Nee, da noch? Ist doch so ein... Ach nee, das ist so ein Strampler, ich check. Lifeguard. Baywatch. Ah, auch, hat sich auch was gedacht, sehr gut. Ja. Hast du Socken an? Nee, keine Socken, aber Fußkettchen. Könnte Stinky Winky sein, ne? Also das wissen wir nicht. Sind deine Füße Stinky Winky? Kannst mal riechen. Oh mein Gott, ja, endlich mal einer, der es macht. Hier ist mein Arm. Wow, stinkt nicht. Also aber das kannst du doch nicht von oben beurteilen. Ich dachte, er zieht jetzt ihren Schuh aus und riecht mal am Fuß, Digga. Ja, also ich weiß nicht, bei mir ist immer schwierig. Naja, okay, passende Frage. Wir gehen mal in die andere Abteilung rein, ne? Mhm. Wir sind jetzt mal hier leger gestartet. Mhm. Für mich ist auch wirklich, ich weiß, das ist jetzt so ein Thema und so, aber für mich ist es wirklich wichtig, wie viel the body in the count, ne? Also es ist für mich schon wichtig. Oh yeah, the body in the count of the body in the count. Einfach wichtig, wirklich? Ich, also, weiß nicht, andere denken da anders und für mich ist es wirklich wichtig. Weil ich bin auch jemand, der das jetzt nicht, noch nicht so oft, ich zwar viel mit einer, aber dann nur, ich hatte bis jetzt 3, weißt du? Mhm. Und wenn jetzt jemand da, das habe ich vielleicht... Okay, ja. Genau. Kandidatin Nummer 1, wie hoch ist dein Bodycount? 10. Mhm. Da, okay. Kandidatin Nummer 2, wie hoch ist dein Bodycount? Also, ich sehe das so wie Tom. Ich finde, man sollte auf jeden Fall mit Gefühl an die Sache gehen. Und bei mir sind es 4. Kandidatin 3. Also ich warte auf die richtige Person. Ich habe noch keinen. Mhm. Also 0. Kandidatin 4. Ich verrate meinen Bodycount nicht. Ah, Schmutz. Ich bin zwar Wassermann von Sternzeichen, aber bin noch Jungfrau. Was denkst du? Warte mal, ich muss mal durchgehen. 10. 10 ist immer so ein schwieriges Ding. Also normalerweise ist 8 diese Nummer. Wenn eine Frau sagt so 8, dann kann bis unendlich gehen. Quatsch. Weißt du, dann wird die 8 auch manchmal so gedreht. Weißt du, wie ich meine? Quatsch. Aber nicht? Besser 10 als 100. Bitte? Besser 10 als 100. Ja, das stimmt. Deswegen 10 könnte jetzt so wirklich real sein. So. Ja. Weil manche sagen so, ja, 8. Und dann ist es aber so, weißt du, wie ich gerade gesagt habe. Schatz? Hm? Das war nochmal dein Bodycount. Sag nochmal. Wieso? Sag es. Was war denn deiner?
Sag mal bitte nochmal deinen Bodycount. Sag mal nochmal bitte deinen Bodycount. Ich will erst mit. Sag's einfach. Ja, warum? Warum? Nein, 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 nein. Es ist jetzt keine Kuschelzeit. Wieso? Sag nochmal kurz bitte. Darf ich mal? War es 8? 7, wieso? 7? Ja. Ja, ist alles gut. Warum? Sag. Ja, liebe dich. Ich will wissen, wieso, nein, Leute. Es ist alles gut, Babe. Sag mir, warum. Es ist alles gut. Nico hat gerade die Erleuchtung. Wieso? Schwierig. Guck sie einfach kurz selber an, okay? Warte. Wo ist Kopfhörer? Was denkst du? Warte mal, ich muss mal durchgehen. 10. 10 ist immer so ein schwieriges Ding. Also normalerweise ist 8 diese Nummer. Wenn eine Frau sagt so 8, dann kann bis unendlich gehen. Quatsch. Weißt du, dann wird die 8 auch manchmal so gedreht. Weißt du, was ich meine? Quatsch. Aber nicht? Besser 10 als 100. Bitte? Besser 10 als 100. Ja, das stimmt. Deswegen 10 könnte jetzt so wirklich... Ey, da bin ich ja voll gut mit meiner 7. Okay, du kannst wieder gehen. Oder 7 und ich. Nee, mit dir. Hä? Mit dir. Okay, dann kannst du wieder gehen. Danke. Nö. Danke. Ich will mithören. Baby, jetzt komm. Schatz. Real sein so. Jetzt, weil manche sagen, reacte hier grad, Mann. Du kannst wieder gehen. Danke. Nimm dein Handy. Danke für deinen Besuch. Ja, 8. Und dann ist es aber so, weißt du, wie ich gerade sagte. Ja, stimmt eigentlich auch. Deswegen, das muss man aufpassen. Die zweite, das war süß und so, aber ich habe das Gefühl, dass sie so mir gefallen. Bring mir mal bitte noch ein Wasser. Ich auch, aber ist auch cute. Ich bin da sehr vorsichtig, sag ich dir ehrlich. Uh-huh. Weil bei mir gibt es so gewisse Keywords, wenn jemand die sagt, dann ist bei mir direkt over so. Zum Beispiel? Ich will den richtigen Tom kennenlernen. Das habe ich jetzt im Podcast gesagt. Wenn jemand das sagt, bei mir ist direkt so, ich denke so, das nimmt so. Okay, das, weil dann wollen die so, die wollen in diese Wunde reingehen, die ich so gezeigt habe, weißt du, damit die so. Ja, so ein bisschen Mami machen können. Ist, genau, das will ich. Aber, ich fühle den Punkt dabei, ich fühle den Punkt. Aber Kandidatin 3 hat gesagt, sie hat keinen, oder? Ja, das ist ja das Kontroverse, weil ich dachte jetzt, da kommt sie eine, ich habe schon 10 Leute ausgepeitscht und. Also, Tim? Ich bin jetzt. Oh nein, Tom, es tut mir leid. Tom, nimm's mir nicht übel. Du weißt nicht, wie ich heiße. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Dann sag doch gar nichts. Aber sag dann nicht. Es tut mir leid. Und Kandidatin 4 wollte es nicht sagen. Ja, da war bei mir schon wieder so alle Alarmglocken an. Aber das, man kann auch wieder beide Seiten sehen. Es kann ja auch einfach eine sein, die das nicht reden möchte. Ja, ich finde einfach, das was Privates, was nicht ganz YouTube was angeht. Das ist zum Beispiel ein Ding. Hättest du aber auch einfach lügen können. Ja, warum lügen? Hä, sie lügt nicht. Warum möchtest weil du das? Weil sie eine ehrliche Frau ist. Ja, ganz genau. Ich wollte aber nur einen Test. Du bist eine Lügnerin. Nur einen Test. Eine Person musst du nämlich jetzt leider rauswerfen. Ey, ja, tatsächlich muss ich da Kandidatin 1 nehmen, weil der Satz hat mir da gar nicht gefallen. Das habe ich auch erstens nicht verstanden. Und dann auch mit dem Pokémon, da kann ich mich nicht in der Fixation mit. Okay. Da kann ich mich nicht in der Fixation mit, Mann, Leute. Kandidatin 1, du kannst jetzt hervorkommen. Oh my God, was für Grenade, guys, oh no, oh, Tom was making you. Ich liebe dieses oberflächliche Format, Digga, es ist so geil. Ja, freut mich, alles gut? Ja, mit dir? Ja, passt. Ja. Also ich, das hast du gut gemacht. Dankeschön. Also Respekt dafür, dass man sich sowas traut. Und darf ich noch mal ein bisschen das angucken, ja, alles? Flügel. Zwei Flügel sogar. Mal kurz checken, ob da noch Erz vorhanden ist, Digga. Was dafür, dass du frei sein. Ja, auch wegen der Freiheit. Haben alle so eine Bedeutung für dich so? Oder ist es also mehr so ein... Pokémon wegen der Kindheit, Appa auch wegen der Kindheit, das, weil es mir gefällt. 200 BPM, bist du so eine Techno-Dame? Nein, Hardcore. Techno ist zu langsam. Auf geht's, Nein, hacken kann ich nicht. Wir machen. Hä, was? Du kannst hacken. Ja, wie heißt mal. Das? Twerken. Haken. Das kann ich ja auch, twerken kann ich so. Haken? Haken. Ist es dieses, wo die so... Ja, ja, dieses? Ja. Hey, ja, aber das ja, musst guck, du mal zeigen. Dance Battle, let's go. Ich kann das wirklich nicht. Ich kann nur den. Und ich kann das. Nein, ich weiß nicht, hä? Zeig mal du. Ich kann es wirklich nicht. Wieso nicht? Weil es schwer ist. Ich hab mich gefreut. Ciao. Hä?
Also entweder bist du bei jeder Frau so charmeur oder da war so ein bisschen Attention. Nee, da war gar nichts. Noch die waren, ich möchte ja nicht immer so, aber es also ist ja halt interessant, weißt du, wie ich meine? Klar. Wenn man in so Themen reingeht, die so ein bisschen düsterer sind, dann ist es natürlich interesting. Hau raus. Aber wir haben ja auch zwei, die noch gar nicht, deswegen ist es natürlich dumm, ne? Was denn? Was ist denn eure Dings-Fantasie, wo ihr so sagt, das ist es? Also, sexually. Ja, so, was, wenn man sich so vorstellt, genauso wird es ablaufen, das ist genauso will ich verwöhnt werden. Okay, Kandidat Nummer 1, wie möchtest du sexually verwöhnt werden? Oh Gott, also, ich würde sagen, also ich gehe jetzt davon aus, wir kennen uns halt schon länger, ne? Ja, genau. Das ist die ist eine Anständige, die erste, habe ich das Gefühl. Genau, das, ne? Und wir gehen was essen, sage ich jetzt mal, und trinken wir vielleicht nicht zu viel, aber so auch. Also, sie hat auch eine angenehme Stimme, muss ich sagen. Ne, ein bisschen lustig sein und dass man dann schon so ein bisschen diese Tension spürt, dass man ein bisschen so sich was Hübsches erzählt oder so, was man zu Hause machen könnte. Ja, ja. Nee, und dann, also, und dann, wie ist es, muss es dann so an die Wand und so oder? Ja, weiß ich. Ist das zu viel? Nee. Wir müssen es ja nicht beantworten. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, wenn wir dann nach Hause kommen und dann gucken wir dann. Gucken wir dann. Ja, gucken wir, wie schnell es dann losgeht. Okay. Wäre jetzt ehrlich gesagt für mich ein gutes Zeichen, finde ich, ein angenehmes Zeichen, dass sie wie eine Lady nicht so darüber so spricht und einfach sagt, ey, muss jetzt nicht sein und so. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wonach ist man auf der Suche? Ist man jetzt hier auf der Suche nach einer festen Beziehung oder nach einem schnellen Bums? Für das Erstere wäre das die richtige Antwort gewesen, für das Zweitere vielleicht auch, aber vielleicht eher weniger. Das sind zwei. Nun ja, ich bin für alles offen, also für alles eigentlich, solange man seine Grenzen hat und man einen respektiert, würde ich sagen. Hey, das ist voll schwierig, wenn du ein erstes Mal noch nicht hattest. Weil das du war, halt deswegen so dachte ich so, mit 2 und 4 ist schon immer ein bisschen blöd, also jetzt 4. Eigentlich auch cute, weil ihr könnt zusammen so die Grenzen austesten. Ja, das macht die Frage ist an sich nice, aber die macht keinen Sinn, Digga, bei 2 Jungfrauen die zu stellen und bei einer, die nicht über ihren Bodycount reden will. Das macht keinen Sinn. Wenn du süß wirst. Einfach Respekt haben ein bisschen und dann kann man alles machen. Kandidatin 3. Er muss mich auf jeden Fall zum Lachen bringen und es ist schon mal auf jeden Fall die halbe Miete, wenn er mich zum Lachen bringt. Während dem Sex zum Lachen bringen, oder wie? Aber mal kurz einen Joke zünden. Und er muss mir zuhören können. Keine Ahnung, dass man sich einfach gut versteht. Ich glaube, die hat die Frage nicht verstanden, Digga. Kandidatin 4. Digga, Tom denkt sich gerade nur so, oh Mann, warum habe ich die Frage genommen? Ich würde vielleicht erstmal damit starten, Kaffee zu trinken. Das geht dann über in Espresso Martini. Und dann kochen wir vielleicht was Schönes zusammen. Was kochen wir denn Schönes? Ich war in Italien, hab da Pasta gekocht. Hast du einen Kurs gemacht? Nee, wir haben die im Restaurant gegessen und danach gekocht. Also zweimal quasi dann gegessen. Ja, wie würdest du gerne verwöhnt werden? Naja, also ich würde erstmal einen Espresso trinken und danach würde ich noch einen Espresso Martini trinken, Digga. Und dann würde ich noch eine Pasta kochen. Aber erst ein Tage später. Also ihr habt so Pasta gegessen und euch dann gedacht, oh, wir versuchen jetzt nachzukochen. Genau. Oh, voll süß. Hey, ich find's cute. Ja, dann kann ich dir das zeigen und dann gucken wir, was der Abend noch so bringt. Dings, Hey, voll romantisch. Ja, war süß und sowas alles, aber ich brauche mehr so Input. Ich brauche so diese Dinger, so welche Pasta. Okay, dann erzähl du. Was findest du? Nee, ich mach gleich. Aber welche Pasta, sag mal eine Pasta, also welche würdest du genau machen? Welche würdest du so, diese, willst du Barilla nehmen oder willst du Cecco? Welche Dinger nimmst du? Nimmst du Fusilli, nimmst du Linguine, nimmst du was Spaghetti, was nimmst du so? Okay. Also ich guck erstmal, was zur Soße passt. Welche Soße würdest du mir anbieten? Ja, die Zitronensoße, die cremige. Und was würdest du, sag mal, wie du die zubereitest, weil das ist ein sehr krass, geiles Ding. Jo, also erstmal koche ich die Linguine sehr mit gut. Salz und kochendem Wasser. Ja. Und dann bereite ich nebenher die Soße zu mit. Wie machst du das? Ich schwinge den Kochlöffel. Okay, geil. Ja, aber ja. Ja, mit Sahne, Zitrone, frische Zitrone, verschiedene Gewürze. Ja, und dann schmecken wir ab zusammen. Weißt du, was da richtig crazy ist, wenn du so eine Weißweinreduktion machst am Anfang? Mhm. Weil das gibt so eine richtige, das gibt so eine Tiefe. Und das ist ein Koch-Channel hier. Das hat sie nicht gesagt. Hey, das kannst du Das wäre mir sehr wichtig gewesen. Kommen wir denn zu dem, was würde dich denn anhören? Ach so. An dem Abend. Boah, ich bin halt so ein Verführer von A bis Z. Hab ich die Frage falsch verstanden oder waren die es falsch verstanden? Die Frage war doch, wie willst du verwöhnt werden, oder? Ich dachte, und damit sexually, oder? Haben die doch am Anfang gesagt, wie willst du sexually verwöhnt werden?
Und jetzt ging die Frage plötzlich darüber, wie ein schöner Abend aussehen soll. Egal. Ne? Mhm. Also dann erstmal so dieses sympathische Kennenlernen. Dann also ich habe erstmal einen Plan schon gemacht. Ne? Okay. Also je nachdem, man muss natürlich herausfinden, was mag die Dame, und dann merkt man sich diese Kleinigkeiten. Das ist immer so ein Riesending. Mhm. Und dann geht man halt darauf ein. Wenn die Kino mag, dann geht man ins Kino. Wenn die irgendwie besonderes Essen gerne mag, ihr Lieblingsessen zum Beispiel, dann suchst du halt den besten Dings raus. Und dann, weißt du, oder du kochst das quasi selber auch immer, bin ich auch ein Freund von. Lieblingsfilme merken, dann machst du Netflix an, dann machst du auch spontan diesen Film, weißt du, so, und diese, oh, das habe ich gedacht und so Dinge. Aber jetzt hast du es auch voll auf cute gemacht. Weil du wolltest ja auch ein cute. Ja, genau, ja, Mann, das ist spicy, ich will ja ein bisschen. Ja, ach so, und bei mir. Spicy. Ach so, ja. Ja, zack, zack, an die Wand und dann Rad. Rad. Ich weiß nicht, kommt halt auf die Situation drauf an. Wenn sie, man muss sich halt erstmal. Da muss ich ehrlich zu euch sein, ich bin ein absoluter Standardficker. Ich bin gar nicht so der Dude, der jetzt hergeht und mit. Oh, und hier Handschellen und dies und das. Ich bin ein richtiger Standardficker. Einfach ganz normal. Rein in die Olga. 69, ja, ein bisschen Reiter, vielleicht mal Doggy. Und alles gut, Digga. Ich bin schon dann richtig zufrieden, Mann. Bisschen so anschmusen. Mann, ich weiß nicht, kommt auf die Frau drauf. Okay, also stell dir vor, ein Szenario. Who asked? 69 ist auch. Digga, Marcel, was ist denn jetzt los, Digga? Ist auf Giga cringe. Wie kommst du denn darauf? Also Marcel, erzähl mir bitte von der Situation aus deinem Leben, wo 69 für dich Giga cringe war. Was ist denn passiert? Hat sie dich angeschissen? Oder hatte sie noch Scheiße am Arsch kleben? Oder was daran, was war daran cringe? Erzähl mir bitte mehr von der Situation. Meine Nase steckt for real immer im Hinterarm der Partnerin. Ja gut, Marcel, Digga, wenn man so eine lange Nase hat, dann verstehe ich das natürlich auch. Aber wenn du eine gepflegte Dame hast, dann ist das doch auch in Ordnung eigentlich, oder? Also ich persönlich bin ein extrem großer 69-Fan. Beste Vorspielstellung, die es gibt. Es kommen beide auf ihr Ding, beide werden heiß. Es ist einfach, es geht nicht besser. Ich liebe den Scheiß, Digga. Wirklich. Beste, beste, beste. Aber natürlich, klar, gepflegt sein ist ein absolutes Muss. Richtig von oben bis unten alles gut riechend. Hast du 69 schon mal mit einem One-Night-Stand gepult? Ja, klar, Digga, Marcel. Du kannst ja bei einer Frau schon immer mal so abschätzen, riecht die da unten gut. Wie schätzt du es ab? Du riechst erstmal, riechst sie gepflegt, geduscht. Wie ist, du gehst mal so in die Nähe von der Achsel, du riechst. Okay, ist es eine, die auch unten sich pflegt? 69 im Stehen ist äußerst stressig, Bro. Äußerst stressig. Und wenn du dann merkst, okay, die hat so ein Faible fürs Gepflegtsein, und ich meine, dann gehst du ja auch mal unten ran, sag ich mal, ne? Und probierst da ein bisschen deine Anspielungen zu machen. Und du merkst ja, du kannst ja mal so den hier machen und dann, ach ja, so, ja, schönes Wetter und so. Und dann riechst du an deinem Finger und du merkst, ah, okay, da unten ist kein unwohl riechender Geruch. Und dann merkst du langsam, okay, die scheint eine richtig Gepflegte zu sein. Und dann kannst du eine 69 pullen, Digga. Einfach ganz, ja, also ganz ruhig und entspannt an die Sache rangehen. Ja, Bro, ja, Dings, machen wir 69 beim ersten Treffen, würde ich gerne mal sehen. Ey, Junge. Marcel, ich sag's dir. Pascal, der Allergajutste mit den 5 Gegifteten. Danke dir, mein Allergajutste. Vielen, vielen Dank. Es ist einfach alles eine Sache von Erfahrungen und von Ausprobieren. Und keine Ahnung, Marcel, vielleicht ist es ja auch vielleicht einfach dein Fetisch, mit deiner Nase im Enddarm zu stecken. Vielleicht macht dich das ja auch geil. Kannst du ja nicht wissen. Beim One-Night-Stand vorher duschen gehen und easy. Ja, Bro, da musst du voll gepflegt hinkommen. Also das war mir immer das Allerwichtigste. Ey, auch in meiner Beziehung ist es mir das A und O, gepflegt sein. Immer davor geduscht, alles frisch gemacht. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Also mit einem verschwitzten Sack kannst du auch nicht ankommen, Digga. Funktioniert nicht. Wir gucken mal weiter. Du kommst mit einer Frau nach Hause. Ja. Was? Ihr schließt die Tür hinter euch. Aber schon so auf, ihr habt euch so mit wie bei Dame hier eins, wo man... Digga, als wäre das ein Termin. Das ist ein Termin, Mann. Das ist übelst wichtig, Digga. Das wird überhaupt nicht geschätzt. Diese Pflege davor. Ey, wenn da eine stinkend angekommen ist, Digga, ist das wie eine Beleidigung. Das ist wie eine Beleidigung. Was soll denn das, Digga? Stell dir mal vor, du gehst da hin mit deinem Eichelkäse, Digga. Wie asozial ist das denn, Alter? Kannst du nicht bringen, Digga. Das ist Respekt. Respekt der anderen Person gegenüber. Es ist wirklich so. Ich meine es gerade echt ernst. Man sich schon vorher so ein bisschen hallo. Ja, genau. Ihr habt euch vorher so ein bisschen erzählt. Ja, dann geht die Bombe. Dann platzt die Bombe, ne? Ja, wie geht's weiter? Ihr seid im Flur. Ja, dann geht's zack, zack. Erstmal hochgenommen so. Dann erstmal zack gegen Wand. Dann, und dann so. Und, weißt du, so diese Filme. Also schon volle Programm. Ich will jetzt nicht so meinen Spice so an alle hier kundgeben, weil das ist immer noch eine Geheimzutat von mir. Aber ein bisschen cringe ist es gerade auch für mich, merke ich gerade. Egal. Ich find's gut. Aber die können sich das schon vorstellen, denke ich. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt eine rauswählen. Eins, sehr gut. Zwei. Finde ich interessant.
Ich würde 4, irgendwas hat mich gestört bei der 4. Irgendwas war da. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Irgendwas war. Espresso Martini, Digga. Was? Hä, geil! Nee, was ist das denn? Ja, doch. Espresso Martini. Espresso Martini, ein übelst geiles Getränk. Marcel, musst auch du zugeben, Espresso Martini ist ein geiles Getränk. Es hat einfach Stil. Ich weiß, es ist so ein bisschen aus der Vergangenheit so ein Damengetränk, aber ist mir völlig scheißegal. Ich setze mich mit Ron abends so oft zum Start hin und wir sagen, heute guter Abend, heute zum Anfang bitte erstmal 10 Espresso Martini. Machen wir locker, steigen wir easy ein und dann geht's auch ganz easy los, weil da ist ein bisschen Koffein drin, ein bisschen süßer Geschmack, locker easy zum Einsteigen. Ist ein super Getränk. Lustigerweise ist in Espresso Martini gar kein Martini drin, sondern Wodka. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht richtig, warum es so heißt. Wenig Alkohol. Okay, null, wenig. Ab und zu, jeden Samstag. Nee, gar nicht. Ich bin wirklich ein Alkohol-Nicht-Möger. Okay. Und das war so ein bisschen komisch. Also, ist das nicht so ein Ding, wo man dann so Scoozy und so sagt und dann so trinkt? Hey, aber Espresso Martini ist super lecker. Ja. Und vor allem, sie kommen gerade aus Italien. Da trinkt man das. Ja, es tut mir leid. Für mich anyway. Kandidat Nummer 4, du kannst jetzt davor. Klingt irgendwie nach Herzinfarkt. Ach, Digga, Marcel, Digga, du hast keine Ahnung. Komm. Und die wird extrem hübsch sein. Fighting. Ah, und. Ja? Würdest du dich so selbst einkategorisieren? Sehe ich doch so aus, oder nicht? Ja, nee. Also, weiß. Was denkst du? Was sagst du so? Achso, ja. Sie sieht super beachy aus. Ja, aber Pamela Anderson. Ich hab deine Ketten. Passen auch zu meinen. Ja. Hast du die selbst gesammelt? Gekauft. Die. Nee, die. Sind die hab ich auch in Italien gekauft. Bist du Italienerin? Ich wäre gerne. Was bist du? Paolo un poco italiano. Bitte? Ich hatte in der Schule Italienisch. Und welche Wurzeln hast du so? Ich bin nur Deutsch. Okay. Ja. Was denkst du von ihm? Sieht sympathisch aus. Ja, oder? Danke. Ja. Aber Schlappen hätten auch mal sauber gemacht. Hast du recht? Hast du recht? Die erste Dame hätte mich halt komplett zurückfronten können. Ja. True, ich laufe hier rum wie so ein. Ja. Ich. Ja. True. Aber warten, hübsche Dame hinter vorhin noch. Ja, sagst du. Cool, dass du da bist. Ja, danke schön. Kannst du dich dann aufs Sofa setzen? Ciao. 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 Nett. Bereust du es? Nächste Runde! Ah, okay, jetzt sieht man hier endlich mal das Ding. Ah, okay, die Dame mit dem weißen Rock hat ein rotes Oberteil an. Und die, okay, ich dachte tatsächlich bei der Dame mit der College-Jacke und dem Dings geht es eher in eine dünnere, sondern eine zierlichere Richtung. Ist aber tatsächlich nicht der Fall. Das sind, glaube ich, tatsächlich sogar tastive Mitten von der Partie. Ja, es ist echt immer schwer zu sagen. Die Linke ist es, vertraut mir. Ich glaube, Marcel, ich hätte tatsächlich auch die Linke gewählt. Man weiß natürlich auch, am Ende des Tages, ich hätte die Linke gewählt. Also, hoffentlich nur in dem Format. Aber ja, also, unterm Strich muss ich auf jeden Fall sagen, ich könnte mir auch vorstellen, die Linke zu wählen. 3, 2, 1, Halbfinale. Ich finde sie so süß. Ja. Nummer 2, ich finde dich so süß. Du bist eine Zuckerschote. Wie die Hände, wie süß. Sie zittert. Ich will dich kurz. Hallo. No. Aber warum ist du nervös? Bissle. Bissle. Aber süße Haare auf jeden Fall. Ich finde das voll cool. Das sieht einfach, das ist geil. Du hast dich wenigstens so gekleidet, wie man auch dann jemand rettet. Ja, finde ich auch. Ja, du hast nämlich da drin zum Beispiel auch so ein Gerät, wenn jetzt jemand zum Beispiel bewusstlos ist, dann gehst du hin und inhalierst dieses Defibrillator. Aber sonst herrlich, sage ich dazu. Herrlich. Mal. Hast du eine Frage? Ah ja. Wieder Leute judged, ne? Wie lang muss der Schlongi Dongi sein? Nummer 3 lacht schon, hm? Warum denn? Also ich finde das jetzt wirklich. Es gibt ja sowas wie so Mikro. Richtig. Exemplare. Soll es geben. Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, ich glaube. Das ginge nicht auf lange Zeit. Discrimination against the micropenis? Guys! No, 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 no! Also jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube wirklich jemand, der einen Mikropenis hat, ich glaube, das ist echt kein einfaches Leben. Kein Scheiß. Ist sowas reparabel, beziehungsweise ist sowas wiederherstellbar oder auch operierbar? Okay. Ja, es gibt ja, wir haben ja das eine Video von Tomatoes gesehen, wo sich Leute den Schwanz sozusagen länger ziehen lassen. Das müsste ja dann da auch in einer gewissen Art und Weise gehen. Ich meine, das ist ja kein Spaß jetzt. Überlegt euch wirklich mal, ihr hättet so ein 3-Zentimeter-Ding. Das ist ja nicht lustig.
Ist doch nicht schlimm. Also mich würde es wirklich mal interessieren, ob jemand, der einen Mikropenis hat, ob der wirklich so sagen würde, ja, nee, Digga, es juckt mich gar nicht, ich habe auch kein Problem damit, meine Freundin stört es auch nicht. Oder ob das schon die meisten belastet. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die Leute, die das haben, dass es die eher belastet. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch keinen sonderlich großen Cock, sage ich ganz ehrlich. Aber meiner ist so Standard, weißt du? Also ich sag's euch ganz ehrlich, mein Penis ist nicht lang, er ist auch nicht sonderlich dick, aber ich habe wirklich in meinem Leben noch nie Probleme gehabt. Es ist ja auch jetzt nicht so, als könnte man die Frau dann gar nicht befriedigen. Ist doch am Ende des Tages scheißegal. Bei mir geht's in die Blute-Richtung. Ganz klare Blute-Richtung. Ganz, ganz klar. Wirklich, also manchmal denke ich wirklich so, holy shit, Digga, wie klein ist der? Blute haben die meisten, wirklich? Okay, krass. Schlaf mich schon so bei den 0,4 Zentimetern. Ja, Marcel, tatsächlich, ja, bei mir sind es so 0,3, Digga. Ja, Digga, so ist es halt, ne? Ja, so ist es halt. Die Penisse, die machen, was sie wollen. Also ich finde schon Intimität in der Beziehung sehr wichtig. Tja, schade. Warum warst du da jetzt so drin im Thema? Ich habe da so, dem geht es nicht so gut zum Kollegen. Und deswegen frage ich, wollte nur mal abchecken, weil das ist dann auch rein informativ dann. Besser für den Mann. Dem Kollegen. Genau. Solange du es bist. Hä? Solange du es bist. Ach so. Ist egal. Oh, wie süß. Ja. Du hast ein Herz aus Gold. Ich habe darüber noch gar keine Gedanken gemacht, habe ich gesagt. Ja, aber guck mal, man kann jetzt auch mal ehrlich sein, wenn jetzt hier so eine kleine Schnecke dann kommt. Boah, gute Frage. Naja, wenn alles andere drumherum passt und man irgendwie einen Kompromiss dafür findet. Ah, okay. Was ich vergessen habe zu sagen, Beine finde ich voll wichtig. Mhm. Welche Beine sprechen dich am meisten an? Ja, Nummer 3 ist schon, das sieht trainiert. Trainierst du? Ich tanze. Was tanzt du? Hip-Hop. Alter, das ist richtig, das ist eine Green Flag, oder wie man das sagt. Kannst du mal so einen kleinen Move machen? Oh, ich wusste, na, eher ungern. Ja, aber dann sieht man ja ihr Gesicht. Aber, eher ungern so auf Knopfdruck. Ja, safe. Aber du? Was? Mach mal so einen Move. Was ich denn nicht kenne? Tanz die mal an. Cringe, ja, und? Ohne Musik jetzt einen auf Ramazama. Ich lege viel Wert auf die Hüfte. Okay, nein. Aber, kann ich dir noch beibringen? Mach mal irgendeinen Hüftschwung oder so? Also, ein Hüftschwung? Ja, irgendwie, lass mal die Hüfte. Ja, das reicht schon. Oh, nice. Ja, das sah gut aus. Aber das kann ja jeder, Digga. Also ich meine ganz ehrlich, ich kann mich ja auch hinstellen und kann ich einfach so machen. Ne? Oh my God, Dancing Hip-Hop. Das kann ja jeder, oder? Ja. Okay, basierend auf diesen Antworten musst du jetzt aber leider eine rauswählen. Jetzt schon? Ich will noch mehr wissen oder so. Ja, dann hau noch eine raus. Fame oder Geld? Oh, das ist eine gute Frage. Ich möchte jetzt mal bei der 3 beginnen. Okay, Kandidat Nummer 3. Fame oder Geld? Geld. Ja, definitiv Geld. Warum? Naja, dann kannst du dein Leben eigentlich ganz nice gestalten. Kannst tun und lassen, was du möchtest. Kannst hinreisen, wo du möchtest. Und ich denke mal, Fame hat halt auch so seine Schattenseiten. Und ja, deswegen Geld. Aber wenn du Fame bist, hast du ja eigentlich meistens auch Geld, ne? Naja, weiß ich nicht. Nein, da kann ich absolut das Gegenteil bezeugen. Nee. Wer keine Steuerschulden hat. Kandidat in 2? Fame oder Geld? Naja, es ist eine schwere Frage, weil du kannst Fame sein, aber du kannst Fame sein wegen so schlechten Sachen, zum Beispiel. Ja, stimmt auch. So Memes oder sowas zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie man es erklären soll, aber es gibt einfach Sachen, wo man nicht Fame sein will. Super, Nummer 1. Also, ich muss mich sowieso erstmal verlieben und dann finde ich, ist das egal. Also ich muss sagen, eins perfekte Antwort. Ich wollte nämlich darauf hinaus, weil ich hasse sowas. Mhm. Wenn man sich kennenlernt, dann nur von Herz zu Herz so. Mhm. Und nur von Face to Face und nur von Emotionen. Ja, okay, aber da muss ich jetzt noch mal ganz kurz einhaken. Nummer 1, ja, schön ordentlich gemacht und bla bla. Aber Digga, du stellst ja die Frage und dann denkst du so, ja gut, jetzt hast du die 2 Antwortmöglichkeiten, was antwortest du? Das war 1. Eins war perfekt so. Perfekt. Also 2 oder 3 werden raus. Ja. Sag. Ja, Nummer 3 hat einfach eine ehrliche Antwort gegeben. Es ist wahrscheinlich so. Die meisten Leute würden sich wahrscheinlich für das Geld entscheiden. Weil mit dem Fame ist man automatisch, es ist ja immer noch irgendwo, ganz dumm gesagt, ein Job, Fame zu sein, sag ich mal. Weil es ja auch nicht immer einfach ist und man auf Sachen aufpassen muss, die man dann macht. Und man ja automatisch, sag ich mal, ausgesorgt hat. Deswegen würden sich die meisten wahrscheinlich einfach für das Geldantwort entscheiden. Die erste Antwort ist halt so ein bisschen schön und alles drum und dran. Aber wir wollten von dir hören, wie du dich entscheiden wolltest. Aber trotzdem ist die 1 für mich auch die ich wählen würde.
Boah, ich sag dir ehrlich, ich bin mittlerweile ganz anders. Da muss ich jetzt einfach mal auch eine Sache ehrlich sagen, ne? Ich weiß nicht, ob ich vielleicht einfach zu oberflächlich dazu bin oder ob ich noch in meinem Leben was lernen muss oder so, aber es könnte wirklich, die Frau könnte alles das mit sich bringen, was ich gut finde und wo ich sagen würde, oh ja, toll, 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 mag ich. Wenn die mich optisch einfach nicht anspricht, dann bringt es alles nichts. Es muss irgendwie erstmal so die Optik passen und dann müssen die restlichen Dinge so sein. Ich weiß nicht, das ist zumindest bei mir so. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber... Ja, keine Ahnung. Das gepolt so. Mhm. Und mit Geld und so. Ich kann das nicht. Bei mir bricht das Herz, wenn eine so. Ich bin ultra, ultra sensibel geworden im Ausfiltern so. Mhm. Was so Fame, Geld, all diese Dinger. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich kann das gerade nicht. Also ich würde Nummer 3 rauswählen. Okay. Kandidatin 3, du kannst jetzt davor kommen. Yeah. Hi. Hallöchen, alles gut? Ja, und bei dir? Passt. Wie alt bist du? 25. Echt? Du? Ja, ich auch. Cool. 98er? Ja. Und wann geboren? 21.09. Du, was bist du für ein Sternzeichen? Jungfrau. Und du? Stier. Ja, Mashallah, wo tanzt du? In der Tanzschule und privat zu Hause. Für Männer auch? Ja. Die ist vertikalisiert. Ich muss sagen, ist doch nicht schlecht. Also, wenn du jetzt kannst, würdest du für einen Mann so tanzen und so? Nee, wurde ich schon oft gefragt, aber habe ich noch nie gemacht. Schönen okay, Tag ciao. Ja, nicht schlecht. Übrigens, Leute, ich bin bald vielleicht bei Promi Big Brother dabei. I know. Deswegen wäre es mir übertrieben. Oh mein Gott! Wir müssen irgendwie hinkriegen, dass ihr alle für mich votet, dass ich dabei bin. Weil aus irgendeinem Grund wäre ich voll gerne dabei. Also, votet schnell und dann geht's weiter. Aus irgendeinem Grund? Ich weiß auch nicht warum, Leute. Votet für mich! Weiter in die Folge. Finale. Oh mein Gott! No way, sie wird mein Promi Big Brother dabei sein, Leute! Nervst. Finale. Bist du aufgeregt? Nö. Ne. Warum hast du eine Trillerpfeife eigentlich am Start? Ich bin die Bademeisterin. Ich bin Baywatch, oder nicht? Hm? Ja, und was machst du dann mit der Pfeife? Dann sag ich, und dann? Vom Becken ran. Soll jemand an, dann soll sie rennen, oder wie? Genau. Oh, Digga, ich hoffe so sehr, dass die Linke so richtig heiß ist, Alter. Das Ding, und dann renne ich. Renn mal kurz nach rechts. Nach da? Ich find's ja voll wichtig, wie Menschen laufen. Lauf mal! Ihr könnt mal einmal nach hin und her Catwalk laufen. Ist das? Aber was auch kacke ist, kennst du es, wenn da sind zum Beispiel jetzt so eine Mädchengruppe, ne? Ja. Früher. Oder allgemein. Und dann auf einmal du läufst so und dann du weißt gar nicht, wie du dich verhalten sollst. Auf einmal du kannst nicht mehr laufen und so und dann guckst du auf dein Handy und so. Ganz schlimm, man einfach verlernt zu laufen. Kennst du das? Dieser Moment soll jetzt auf jeden Fall nicht entstehen. Aber einfach mal so nach rechts und links so ein bisschen auf. Ihr fühlt jetzt. Oder da ist jemand am. Pfeif mal schnell. Und sag Notfall! Notfall! Und jetzt rennen! Okay, und zurück? Zurückrennen! Der Mann wäre auf jeden Fall gestorben. Der wäre weg. Ja, sie macht den Stiefeln alle Ehre. Also das war schon mehr gehoppelt als gelaufen. Also, das war schon. Was? Nummer 2 war voll schnell am Start. Ja, war gut aber auch. Sie war voll gut. Nummer 2, die hat einen Beutel dabei. Ich habe auch alles drin, was du brauchst. Boah, ich hab so... Ich muss meinen Kopf echt reinigen, bei mir sind so... Egal. Vielleicht kannst du einmal so rufen, wie so eine Bademeisterin rufen würde. Okay, warte mal, was schreit man denn raus da oder sowas? Vom Beckenrand! Ja, und was ist da vom Beckenrand? Ja, der soll vom Beckenrand weg. Das ist ruhig. Hä, Digga? Nicht schwimmerbereich. Ja, okay, ist auch ein bisschen behindert, sag ich ehrlich. Und Nummer 2. Hey, nicht vom Beckenrand springen! Ich weiß. Und dann kam der zweite Finger aber noch dahinter. Ja, voll gut, da ist wieder die dominante Schiene auf jeden Fall durchgekommen. Weitermachen so. Sehr gut. Okay. Okay, Tom, jetzt übertreib bitte nicht deine Lage. Hat eigentlich gar nichts gebracht, bin ich ehrlich? Jo, ja. Nicht so frech. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Möchtest du eine Familie? Wie stehst du zu Kindern? Möchtest du Kinder? Also momentan auf jeden Fall nicht. Das Ding ist, Kinder sind süß, aber sie sind sehr anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich das auch selber als Mutter hinkriegen würde. Ich will jetzt kein Kind zur Welt bringen und keine gute Mutter sein, sagen wir es mal so. Kandidatin 1. Also, ich wollte schon immer Kinder. Jetzt hat meine Schwester zwei, die Kleine. Und jetzt noch ein Kind. Und ich muss sagen, es ist viel schöner, als man so bei fremden Kindern. Also, ich lieb's. Ich bin auch sehr gerne Tante, aber ich werde auch irgendwann sehr gerne Mutter. Boah, das war ein Gamechanger, weil das ist ganz wichtig. Du möchtest Kinder? 100%. Wie viele? 2+. Mhm. Mit Family bald?
Bald nicht, aber ich liebe, wenn ich Kinder, mein Herz geht auf so. Wenn die lächeln und so und mich an, die sind so unschuldig und so liebevoll und die sind einfach ehrlich, weißt du? Mhm. Und in dieser Gesellschaft jetzt vermisse ich diese Ehrlichkeit so. Mhm. Weil die Kinder, die kommen nicht zu dir und sagen, die sind einfach ehrlich so und süß. Also ich liebe Kinder, deswegen Nummer zwei ist so ein bisschen... Könnte ich noch was dazu sagen? Also es ist nicht so, dass ich Kinder nicht mag, aber ja, also man kann noch bis, wenn ich mich irre, ja, man kann noch lange Kinder bekommen. Ja. Wenn du Oma bist und die auch mit 33? Die hat nochmal kurz probiert, das Ruder rumzureißen, aber die Entscheidung ist schon gefallen. Jetzt wird's mir zu schwer. Aber da bist du voll alt. Du bist auf jeden Fall. Naja, okay, man muss einfach den richtigen Zeitpunkt finden. Tim, wann willst du denn Vater werden? Darf ich eine Gegenfrage stellen? Tim! Oh Mann, ist das geil, Digga. Digga, die checkt einfach nicht, dass der Typ nicht Tim heißt, Alter. Hat's mit Absicht gemacht. Was hat er gesagt? Ich glaube, wie frech, oder? Nein, ich will... heiße Tom. Ah, und vor allem, die hört nicht zu, die Dame. Jetzt wird's aber langsam hier frech. Bro. Nein, ich habe einfach Freunde, die... Sie spielt harte Gerd. Ja, genau. Ich will dich gar nicht. Ich hab's zu ernst genommen. Jetzt haben wir eine Entscheidung. Ich wollte aber noch vorher fragen, wir haben einen weißen Fleck auf dem Lifeguard und wir haben einen braunen Fleck mit oder Blut auf dem T-Shirt. Ist das irgendein Zeichen oder so? Ich rette Menschen, Tom. Oh, gut. Das ist wirklich ernst. Wenn ich Menschen rette, muss ich doch auch so aussehen, als würde ich Menschen retten. Clever, okay, hast du gut gemacht. Aber ich muss sagen, das ist ja jetzt obvious. Was? Wen ich jetzt hier haben will. Ja, okay, fein. Du willst Kinder. 100%. Aber gesagt, genau, das ist doch bei mir auch so. Wie du kämpfst. Ja, bei dir ist erst diesen Typ so. Ich versuche hier meine Worte richtig so. Mach weiter, komm. Gib mir mehr, was du mit Kindern sagst, jetzt komm. Kinder sind toll. Ja, gut. Aber nicht gerade in diesem Moment. Mit in 10 Jahren dann. Ach, wir müssen jetzt keine 10 Jahre denken, wir können auch in 5 Jahren denken. Wir können. Ich habe ja nicht mal einen Freund gerade, also. Oh, zieht's doch nicht so, Leute! Aufs Gespräch hier gerade, sag ich dir ehrlich, Alter. Ich möchte das nicht kaufen, dieses Auto. Okay, fein. Deine Entscheidung ist? Ich möchte Nummer 1 haben. Okay, dann Nummer 2, du kannst jetzt hervorkommen. Aber nicht hauen. Alles nein, gut, Spaß. Tschüss! Ey, wenn du jetzt einen... Hast du schon mal gefetzt? Hast du dich schon mal gefetzt? Nee, noch nicht. Ah, doch, schon. In der ersten Klasse habe ich fast einen Jungen erdrosselt. Erdrosselt? Ja. Wie hast du das gemacht? Das hat sich hier auf mein Seil gelegt und ich wollte mein Seil haben, also mein Springseil. Und dann war es halt um seinen Hals und habe ich so gezogen. So. Und hast nicht aufgehört? Wolltest einfach mal sehen, bis der Knockout geht? Ja, so Blut schon im Kopf, alles kommt raus, Adern. Ich bin irgendwann gegangen und dann habe ich halt zu Hause die Nachricht erfahren. So, ja, du darfst nicht so gewalttätig sein. Wie geht's? Lebt der Mann? Oder ich glaube, er lebt noch. Raus aus der Slot. Okay, also was drin oder was? Du findest aber eigentlich hast du mich ja schon raus. Ja, ich komm. Geschenkübergabe. Ich geb's trotzdem. Du bist richtig cool, ey. Ich mag dich richtig gerne. Wir können ja Freunde dann werden. Oder ist das jetzt hart? Hast du überhaupt noch Bock, mit dir befreundet zu sein? Ja. Also, das war ja mein Fehler, dass ich dich Tim genannt habe. Nee, das fand ich ja wirklich süß. Keine Ahnung, am Ende hat es nicht gereicht. Nee, mach noch nicht auf. Ich gehe jetzt. Dann kannst du es aufmachen und dann... Okay. Ich mach's jetzt auf. Tschüss. Oh. Oha. Okay, zeig mal die Kamera. Oh, wie süß. Oh Gott. Sie schreibt so, Olla. Dann ihr, ach so, die Nummer darf ich nicht zeigen, ne? Ach, oder doch, vielleicht mehr, egal. Guck mal, wie süß. Und dann, du bist das Eis zu meinem Eistee. Ich weiß jetzt nicht genau warum, aber irgendwie ist es süß. Weil ich habe ja auch einen Tee in meinem Namen. Scheiß drauf. Bist du bereit für deine Gewinnerin? Komplett. Ja, ready? Ja. Okay. Gewinnerin, du kannst jetzt hervorkommen. Einfach nach vorne gehen. Oha, schön, wirklich hübsch. Du bist hübsch, ja. Soll die Zeitlupe laufen? Warum? Haben die mich... Alles gut? Baywatch. Ja, hi. Na, was riechst du? Valentino, born in Roma. Deine Nummer? Herrlich. Und riecht auch gut, ja. Ich hab schon gerochen. Ja? Was denkst du? Ja. Und sie hat einen schönen Duft drauf. Das gefällt mir. Ich hab keine Ahnung. Okay. Was denkst du? Crazy. Das sieht gut aus. Kennst du mich schon von vorher? Ja, so von YouTube halt. Ja? Ja. Hast du den Podcast? Ja. Also, da kann man
easy vertikalisieren, Leute. Ich sag's nicht so, wie es ist. Hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Hm. Wo hapert's da? Nee, gar nichts, hapert nein, nicht. Nein, also ich hab alles in der Wahrheit erzählt, wirklich. Hm. Nein, es wirklich, scheint wirklich eine Süße zu sein, muss man ehrlich sagen. Ihr könnt ja darüber reden, bei einem Essen oder so. Safe, ja. Laut den Sonnenuntergang entgegen am Strand. Geil, die heiraten jetzt, oder? Huh. Die hat ordentlich reingescheppert, Mann. Was wir hier schon wieder erlebt haben, gerade in dieser Episode. Wow. I'm gonna tell you guys. Warum soll ich Tim anrufen? Was soll ich ihn denn noch fragen? Wir haben ihn schon zweimal angerufen, Digga. Tim? Ja? Der Chat wollte, dass ich dich anrufe. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe vorhin schon wieder gelacht, als du aufgelegt hast. Pass auf, du hast ja die Gewinnerin ganz klar vertikalisiert, oder? Du hast ja einbalsamiert, oder? Ich muss dir ehrlich sagen, Digga, ich bin mit ihr Händchen laufend rausgegangen aus diesem Blickwinkel und keine Sekunde später waren die Finger weg und ich habe keinen Blick mehr gewürdigt. Wirklich, war nicht dein Fall? Na, Digga, ich hatte das Gefühl, dass die Dame gefallen wollte. Kennst du das? Ja, du meinst so die beste Seite zeigen und dann aber genau. Am Ende ist doch nicht so. Verstehe, was du meinst, ja. Und das habe ich nicht gefühlt. Also du hast nicht einbalsamiert? Nee, so bin ich. Okay, she says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money.